Hi, Martino, der Infernatino hier. Bevor das eigentliche Video beginnt, was ja schon vorher aufgenommen wurde, wollte ich mal kurz die Thematik ansprechen und eine Danksagung an diesen Lukas auf YouTube geben. Allerdings, Lukas, so leid es mir auch tut, das mit Skyrim, das ist eine Entscheidung, ein Beschluss von mir gewesen, den ich schon seit Monaten am Überlegen war und Monaten geplant habe mit Skyrim endlich mal, weil ich das halt seit 7,5, fast 8 Jahren spiele, das Game. Ja gut, 7,5 Jahre und seit auch sehr vielen Jahren schon Videos auf YouTube dazu bringe, aufhören will. Oder zumindest, vielleicht nicht für immer mit Skyrim aufhören, aber zumindest eine große Pause einlegen. Tut mir natürlich sehr leid, dass sich das verärgert und du jahrelang mal nach jemandem gesucht hast auf YouTube, der heutzutage noch Skyrim bringt. Aber ich habe ja noch viele alte Videos, also es sind über 260 Episoden. Und es gibt ja noch ein paar andere gute, vielleicht nicht die aktuell noch Skyrim bringen. Ist zwar nett gemeint und auch dein Feedback brauche ich halt, so leid es mir auch tut, ernsthafte Abonnenten und nicht inaktive Accounts, sonst was, sondern was ich sonst an Rückmeldung bekomme, das ist halt recht mager. Aber gut, das eigentliche Video könnt ihr ja ganz anhören, das wird ja jetzt beginnen. Nochmal danke an Lukas, aber ich werde ja auch noch andere Videos bringen. Hi Buddies, Martino da Infernatino hier. Nicht wirklich Skyrim, sondern viel eher das Ende von Skyrim auf meinem Kanal. Höchstwahrscheinlich auch erstmals Ende, so wie ihr es von mir kennt hier. Also so wie ihr es bislang gewohnt wart. Ganz einfach aus dem Grund, in erster Linie habe ich halt einfach Zeit und vor allem die Lust am Zocken sehr stark verloren. Ich habe diese Phase zwar fast jedes Jahr, wo ich dann so 3, 4, 5 Monate, auch ein halbes Jahr oder ein bisschen länger die Lust am Zocken irgendwie verloren habe, keine Motivation habe, nicht weiß, was ich zocken soll. Das Problem ist weniger, was ich zocken soll, weil wenn noch Gaming auf diesem Kanal kommt, dann eher sowas, so Klassiker, die ich immer mal wieder zocken kann, so alle 1, 2 Jahre. So ein bisschen sowas wie Silent Hill 2, Silent Hill 3, Resident Evil 2 und 3. Skyrim ist halt für mich irgendwo leider tot. Dieses Spiel ist jetzt bald 8 Jahre alt. Und bald spiele ich es fast 8 Jahren. Und seit 7,5 Jahren bringe ich Videos. Zwar jetzt nicht kontinuierlich, ich habe ja auch hier auf diesem Kanal sehr viele Pausen mit Skyrim gehabt. Aber ihr müsst bedenken, ich hatte früher einen Kanal, der Lewis Commentary hieß. Den hatte ich von Ende 2011, bis er mir von YouTube gesperrt wurde im Frühjahr 2014, also Frühling, aktiv für Skyrim genutzt, also gesperrt wurde der im Herbst 2014. Also ich hatte Anfang 2012 ca. 30 Episoden Skyrim gebracht und dann von April 2013, ich weiß es noch ziemlich genau in meinem Kopf, von April 2013 über 300 Episoden nochmal. Dann hatte ich auf einen Zwischenkanal, den Kashi hieß der ja, den es ja nicht mehr gibt, den ich für Reviews hatte, Serien- und Filmreviews, auch nochmal knapp 130 oder 140 Episoden, da bin ich mir nicht mehr so genau sicher, ob es irgendwie um den Dreh war, zwischen 125 und 140 irgendwo, und dann jetzt nochmal über 260 Episoden. So, nimmt man das zusammen, habe ich so zwischen 750 und 800 Skyrim-Videos gebracht. Ich glaube, man kann mir das so ein bisschen verstehen, auch mit ein paar Pausen dazwischen, aber dass ich da nicht mehr ganz die Lust habe. Skyrim ist für mich privat auch immer ein sehr großes Stück Spaß gewesen. Ein sehr tolles Game und nie für mich ganz tot. Aber ich habe auch irgendwo meine negativen Erinnerungen dafür, weil kein Hate an irgendjemand da draußen. Ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich kaum Videoaufrufe oder Aufmerksamkeit auf die Videos bringe oder dafür kriege. Es ist halt einfach so, dass Let's Plays oder Walkthroughs, wobei ich das eher weniger mache, das sind eher Guides, die gut zusammengeschnitten sind oder auf Unterhaltung fixiert sind, aber dennoch kann ich davon nicht erwarten, im Jahre 2019, wo die Gaming-Szene halt auf YouTube sehr stark ausgestorben und geschrumpft ist, auch weil es ein zu großes Spektrum gibt an anderen Leuten und die Videos, die diesbezüglich abgehen, sind dann 10 Reasons Why you shouldn't und Things you should do in this game und bestimmte kleine Szenen Aufrufe bringen und nicht, oder sowas wie Gründe, wieso du das Game kaufen solltest oder Easter Eggs, Bugs, Glitches, Übermoddetes, aber dann müssen das aktuelle Games sein und nicht ein Spiel aus 2011, beziehungsweise die Special Edition ist für mich jetzt auch nicht so 2016, sondern immer noch Skyrim, also 2011 Fundament. Ich bin, was ich gerade noch sagen und daran anschließen wollte, der Letzte, der sich darüber beschweren darf, weil ich halt, wie gesagt, mittendrin auch mal Monate auf diesen Kanal nichts gebracht habe und damals nicht Abonnenten auf 2 weitere Kanäle übertragen kann. Also erst von Lewis Commentary, dann auf den Review-Kanal und dann Monate oder Jahre später, nachdem ich darauf auch nicht viel gemacht habe, Monate später, auf hier Nikrozias weiterzubringen und vor allem dann zwischendrin Monate lang nichts von mir hören zu lassen. Ich meine, klar, ich habe eine über 40 Stunden Arbeitswoche und trainiere, weil ich ja Amateurboxer bin, 5, 6 Tage die Woche stundenlang, also 12 bis, also locker, das Minimum sind so 10, 11 Stunden, bisschen auch 16, 17 Stunden die Woche.
in Wettkampfvorbereitung und ich koche oftmals auch für mich selber und bis durchs Kochen geht am Tag eine Stunde, anderthalb drauf Vorbereitung und dann kriege ich halt nicht viel Schlaf und sowas muss halt nicht sein. Ich will halt das Leben und das bisschen, was ich nochmal zocke, genießen und mich nicht dazu quälen und zwingen, weil klar, die Videos sind nicht so lang. Ich gebe zu, es gibt viel aufwendigere Videos und Videoformate, aber trotzdem erfordert das so seine gewisse Zeit und auch viel Motivation. Ich muss mich dann hier einrichten an meinem Schreibtisch und auch ein großer Aspekt, weil ich will jetzt nicht nach und nach hier mal Ausreden dafür bringen, aber ein Grund dafür ist, weil ich jetzt nicht mein ganzes Geld darin investieren will. Neuen PC wollte ich nach und nach dann Anfang nächsten Jahres aufrüsten und der hier ist halt quasi am Verrecken. Ich habe den ja in den letzten Jahren einzig und allein in der Grafikkarte aufgerüstet und das reicht halt nicht. Der ist am Verrecken, der ist saulaut, wenn ich ein Video render. Das hat früher ein Drittel der heutigen Zeit gebraucht. Klingt wie so ein uralter Generator, der am Verrecken ist und jeden Moment an die Decke abheben würde, so wie so ein UFO. Das ist total laut und erhitzt sehr stark den Raum. Und die andere Sache ist der Motivationsaspekt, nicht nur weil ich wenig Feedback, wenig Aufrufe kriege, ich fühle das Ganze halt einfach nicht mehr. So Skyrim nach all diesen Jahren, mich quasi dazu zu verpflichten, zu zwingen, das ist dann halt ein Game, was ich viel zu viele Jahre intensiv gezockt habe und da einfach mal so mein Ende für braucht. Das ist so offiziell mein Danke und Tschüss für die tolle Zeit an euch mit Skyrim und an Skyrim selbst. Ich bin aber nicht ganz weg. Ich will nochmal Filmreviews bringen, aber dann höchstwahrscheinlich auf Englisch. Vor allem zu meinen Lieblingsfilmen, sowas wie die Clint Eastwood-Reihe, ne, mit den Western. Also A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, The Good, The Bad and The Ugly, also zwei glorreiche Halunken. Für eine Handvoll Dollar, ein paar Dollar mehr, Barmungslos. Der Texaner hängt ihn höher. Pale Rider, also namenlose Reiter. Sinola, beziehungsweise Joe Kidd heißt das im Englischen. Dann Once Upon a Time in the West, also Spiel mir das Lied vom Tod. The Hateful Eight, Django, 7, Shutter Island. All solche Filme halt. Und auch mal ein paar neuere Filme, wenn die mich überzeugen. Auch wenn ich jetzt nicht so der Kinotyp bin, aber für alte Filme, vor allem klassische Western, bin ich immer gern zu haben. Und wenn ich die Review und ein paar Leute begeistern kann, wäre mir das halt irgendwo auch lieber und ab und an halt mal noch so ein bisschen Gaming bringen, wie Silent Hill 2, 3, was ich halt vorhin erwähnt hatte. Resident Evil 3, dann auch was zu dem potenziellen Resident Evil 3 Remake. Halt Dinge, die auch, ich sag mal, die paar Zuschauer von mir noch eher interessieren könnten, als sowas Veraltetes wie Skyrim. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich weiß, dass die meisten das verstehen werden. Aber ich baue halt einfach mein Ende für Skyrim. Wohl auch zu den meisten Rollenspielen. Und hinzuzwingen, Gaming aufzunehmen, zig Episoden bringen und dann halt letzten Endes hinten raus kaum ein Danke oder überhaupt Aufrufe, Bewertung zu haben. So leid es mir auch tut, irgendwo will man da schon so sein Feedback. Auch wenn man wie ich halt nichts daran verdient. Zum Glück, weil leben könnte ich davon nicht. Und habt eine gute Zeit. Man sieht sich nichtsdestotrotz demnächst. Also hört voneinander. Macht's gut. Danke, bye.